Unternehmer, mein Name ist Alexander Plaschko. Ich möchte hier ein Video kommentieren von dem von mir geschätzten Marc Friedrich. Er spricht über die Situation in Deutschland und über aktuelle Entwicklungen der Wirtschaft, aber auch bei der Immigration, also bei dem Zuzug und dem Wegzug aus Deutschland. Ich glaube, dieses Thema ist für Sie relevant. Warum? Das bespreche ich gleich in der Kommentierung. Doch jetzt Bühne frei für den werten Marc Friedrich. Deutschland steigt wirtschaftlich immer weiter ab. In der letzten Prognose des Internationalen Währungsfonds sind wir das einzige Land weltweit, welches mit dem BIP schrumpft. Halt einmal, kann das wahr sein? Haben uns nicht die Politiker erklärt, das Ziel der Sanktionen ist, Russland wirtschaftlich kaputt zu machen und jetzt ist es gar umgekehrt? Jetzt wird Deutschland und Mitteleuropa kaputt und Russland geht's gut, oder? Большое спасибо. Oder habe ich da was falsch verstanden? Oder gilt das alles nicht mehr, was die Politiker hier gesagt haben und sich als Ziel gesetzt haben? Doch jetzt weiter mit dem Video. Selbst Russland, welches mit Sanktionen überzogen ist, wächst sogar 1,5%, während wir das Schlusslicht sind, und zwar bei allen großen Nationen, den G20-Nationen. Es ist ein Trauerspiel und ist natürlich hausgemacht. Ja, aua, aua, aua. Ja, also ist diese Krise hausgemacht? Ja, natürlich im hohen Maße. Gibt natürlich internationale Faktoren, auf die Deutschland keinen Einfluss hat. Die Aussage, es ist hausgemacht, unterstellt auch, dass die Regierung hier unabhängig und ohne Einflussnahme von außen agieren kann. Ich denke, das ist diskussionsfähig, darauf möchte ich mich jetzt aber nicht in diesem Video fokussieren. Ja, lassen wir den Marc Friedrich weitersprechen und ihn anführen, wo er denn die Krise sieht und was für ihn die Krisenfaktoren sind. Wir haben den Atomausstieg, eine völlig chaotische Energiewende. Dann haben wir die Sanktionen, die am meisten Deutschland verletzen. Wir sehen Deindustrialisierung, weil der Strompreis auf einem Rekordniveau ist und immer mehr Unternehmen dem Land den Rücken kehren. Deutschland und Mitteleuropa saß oder sitzt noch auf einem industriellen Geschäftsmodell. Das heißt, der Wohlstand, der erarbeitete Wohlstand und auch die von uns geschätzten Sozialsysteme kommen aus einer industriellen Fertigung. Nun, was ist denn industrielle Fertigung? Ganz einfach ausgedrückt. Nun, man nimmt einen Rohhilfs- und Betriebsstoff, man nimmt ein Vorprodukt und bearbeitet das mit Intelligenz und mit Energie und erzielt dadurch eine Wertschöpfung und macht daraus etwas Besseres, etwas Höheres, etwas, was man am Markt verkaufen kann, und das auf eine systematische, geplante Art und Weise. Nun, wenn in so einer Situation, bei so einem Geschäftsmodell, die Energiepreise nach oben gehen, dann wird das Geschäftsmodell geschädigt. Wenn in so einer Situation eine Politik herrscht, die dazu führt, dass Deutschland und Mitteleuropa selber weniger Kinder hat, aber Immigration dazukommt, die halt trotz der Versprechen der Politik keine Fachkräfte sind, dann wird das Geschäftsmodell, die industrielle Fertigung in Europa und damit, ich wiederhole das nochmal, die Sozialsysteme und der Wohlstand in Europa geschädigt. Und ja, diese Themen sind hausgemacht und dafür sind die Politiker verantwortlich. Was meinen Sie? Stimmt das oder schiebe ich da den schwarzen Peter unberechtigterweise zu der Politik? Wie sehen Sie das als Unternehmer? Ich würde mich da über einen Kommentar von Ihnen freuen. Und jetzt geht's weiter mit Marc Friedrich. Parallel natürlich demografische Bombe, dass man ja immer weniger Kinder bekommt und diejenigen, die ins Land kommen, halt auch keine Fachkräfte sind. Und dann wundert sich die Politik, dass die Menschen unzufrieden sind und das Land verlassen. Im letzten Jahr waren es insgesamt 1,2 Millionen Menschen, die dem Land den Rücken gekehrt haben. 1,2 Millionen haben Deutschland verlassen. Sie können sich vorstellen, dass das die Leute sind, die sich ein Verlassen im Durchschnitt ökonomisch leisten können. Also wir verlieren hier Leistungsträger, wir verdienen hier Leute mit Know-how und mit Wohlstand. Und auf der anderen Seite kommen Immigranten, die dieses von Deutschland benötigte oder von Mitteleuropa benötigte Fachkräftetum nicht mitbringen. Und das ist keine Aussage über deren Wertigkeit als Mensch. Ich selber habe Residenz in Ländern, wo diese Menschen herkommen. Ich schätze sie auf einer persönlichen Ebene 100%.
Aber ich glaube, hier geht es nicht darum, ob man einen Menschen schätzt bei der Führung eines Landes, sondern es geht darum, dem Wählerauftrag, den man hat und dem Grundgesetz, wie man es in Deutschland nennt und in Österreich der Verfassung, gerecht zu werden, nämlich das Wohl der Bürger im Auge zu haben und dem Wohl der Gesellschaft, von dem man gewählt wurde, zu dienen. Und für mich stellt sich die Frage, ob dies hier an dieser Stelle bei diesen Entwicklungen noch der Fall ist. Was meinen Sie? Wie sehen Sie das? Ich mache weiter mit dem Video von Marc Friedrich. Haben und jetzt folgen eben die Unternehmen und parallel sehen wir auch steigende Insolvenzzahlen bei Unternehmen. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Also die Energie geht nach oben, die Leute, die Intelligenten mit Kohle und mit Know-how wandern ab und jetzt sehen wir auch noch steigende Insolvenzzahlen und abwandernde Unternehmen. Was meinen Sie? Wie denken Sie darüber? Wie sehen Sie die Standortbedingungen in Mitteleuropa, in Deutschland und Österreich und vielleicht in der Schweiz, wenn Sie da zusehen? Bleiben Sie als Unternehmer, sagen Sie ja, also entweder mir geht's gut oder nein, mir geht's nicht mehr so gut, aber ich habe eine Loyalität zu dem Land, oder denken Sie über einen Wegzug als Unternehmer nach? Ich selber habe hierzu ein Webinar gemacht, das nennt sich Residenzoptionen für Unternehmer. Den Link finden Sie hier unten und ich würde mich über einen Besuch bei dem Webinar freuen, beziehungsweise wissen Sie, was mich freut, wenn Sie dieses Video gut gefunden haben. Bitte klicken Sie auf den Like-Button, kommentieren Sie das Video oder Sie können selbstverständlich gerne den Kanal subscriben. Herzliche Grüße und bis bald, Alexander Plaschko.